Der Riesenbaumeister. So wie die Asen Midgard, den Wohnsitz der Menschen, durch einen Wall gesichert hatten, gedachten sie auch Asgard vor feindlichen Angriffen, die etwa von den Riesen oder von anderen noch unbekannten Feinden kommen konnten, zu sichern. Es kam ihnen daher sehr gelegen, als sich eines Tages ein Mann von mächtigem Wuchs einstellte und sich bereit erklärte, einen Wall um Asgard zu bauen. Er sagte, dass er diese Arbeit, so schwer und umfangreich sie auch sei, in 3,5 Jahren fertigstellen könne. Den Asen gefiel dieses Angebot, doch erschraken sie, als der Fremde auf die Frage, welchen Lohn er begehre, antwortete: »Ich will weder Gold noch Geldes wert. Doch bin ich noch unbeweibt, und so sollt ihr mir Freya zur Frau geben. Als Mitgift aber sollt ihr mir die Sonne und den Mond überlassen.« Freya war eine der anmutigsten Frauen unter den Asen, und weder sie noch Sonne und Mond konnten und wollten die Asen missen. Sie berieten lange, und schließlich machten sie dem Baumeister den Gegenvorschlag: sie wollten ihm den geforderten Lohn geben, wenn er die Arbeit nicht so, wie er es angeboten habe, in 3,5 Jahren, sondern im Laufe eines einzigen Winters vollende. Außerdem müsse er alles ganz allein, ohne jeden Helfer, fertigbringen. Sie fügten aber die Bedingung daran, dass am ersten Sommertag auch nicht die geringste Kleinigkeit auf dem Werk fehlen dürfe. Sollte noch etwas mangeln, so verliere der Baumeister den Anspruch auf seinen gesamten Lohn. Die Asen hatten gemeint, der Fremde werde auf diese Bedingung nicht eingehen können. Dieser aber gab zu ihrer Überraschung die Antwort, er wolle den Bau in der geforderten kurzen Frist fertigstellen und sei also bereit, es trotz der ihm gestellten Bedingungen zu wagen. Doch verlangte er seinerseits, dass er sein Ross Svadilfari bei der Arbeit verwenden dürfe. Das schien den Asen zuerst bedenklich, aber da meinte einer von ihnen namens Loki, sie könnten ohne Gefahr darauf eingehen, denn eine solche Arbeit könne in der geforderten Zeit niemand verrichten, ob er dabei nun ein Ross zur Hilfe habe oder nicht. Mit Loki war es aber so bestellt. Er war schön von Angesicht, aber von böser Sinnesart. Sehr klug war er, wendete aber seinen Verstand vor allem dazu an, Streit und Unfrieden zu stiften, und so manchen Rat gab er in der Absicht, möglichst viel Schaden anzurichten. Diese Sinnesart hatten die Asen bis dahin noch nicht erproben können, und so vertrauten sie arglos darauf, dass es Loki, dessen Klugheit sie schon erkannt hatten, mit seinem Rat ehrlich meine. Die Abmachung wurde feierlich durch Eide bekräftigt, und am ersten Wintertag begann der Baumeister mit seiner Arbeit. Da erkannten die Asen alsbald, welche Bewandtnis es mit dem Ross hatte. Denn mit seiner Hilfe schleppte der Baumeister in der Nacht Steine von gewaltiger Größe herbei, und dabei leistete das Ross doppelt so viel wie sein Herr, mochte dieser auch mit gewaltiger Kraft unermüdlich am Werk sein. Der Baumeister ließ aber, je weiter der Winter fortschritt, keineswegs in seinem Eifer nach, sondern steigerte noch seine Anstrengungen. Nur 3 Tage fehlten bis zum ersten Sommertag, da war der Burgwall bereits so hoch und stark gebaut, dass es unmöglich schien, ihn zu erstürmen. Er war aber auch schon so weit gediehen, dass nur noch ein kleines Stück in der Gegend des Burgtores fehlte. Voll Schrecken erkannten die Asen, dass mit Ablauf des Winters auch die geforderte Arbeit getan sein würde. Sie traten daher in aller Eile zu einer Beratung zusammen und fragten, wessen Schuld es sei, dass sie diesen verderblichen Vertrag geschlossen hatten. Es zeigte sich alsbald, dass es Loki gewesen war, der dazu geraten hatte, und dass auf seinen Zuspruch hin der Baumeister gestattet worden war, beim Bau auch das Ross Svadilfari zu verwenden. So richtete sich der Unmut aller gegen Loki, und schließlich bedrohte man ihn mit dem Tod, wenn er nicht in letzter Stunde das drohende Unheil abwende. Der Ränkeschmied geriet in Furcht, als er den Zorn der anderen sah, und beteuerte mit seinem Eid, dass er ganz gewiss die rechtzeitige Vollendung des Baues verhindern werde, möge es nun der Baumeister anstellen, wie er wolle. Am selben Abend noch, als der Baumeister eben mit seinem Hengst auszog, um wieder mächtige Steine herbeizuschaffen, kam aus dem Wald eine Stute an den Hengst heran,
Und sobald dieser die Stute sah, zerriss er die Zugseile und stürzte der Stute nach in den Wald. Vergeblich versuchte der Baumeister, sein Ross einzufangen. So ging es die ganze Nacht und die Arbeit ruhte. Am nächsten Tag wollte es nicht recht vorwärts gehen und der Baumeister erkannte, dass er den Burgwall nicht in der vereinbarten Frist fertigstellen könne, so nahe er seinem Ziel auch war. Darüber geriet er in gewaltigen Zorn und dabei vergaß er alle Vorsicht und Verstellung, sodass die Asen erkannten, dass kein anderer den Wall erbaut hatte als ein Bergriese, einer ihrer ärgsten Feinde. Da riefen sie Thor herbei, den stärksten unter ihnen. Der griff den Feind an und erschlug ihn. Es war kein Zufall gewesen, dass Svadilfari, von der Stute verlockt, gerade im letzten Augenblick seinen Dienst versagt hatte. Als nämlich Loki erkannt hatte, dass er die Fertigstellung des Walls anders nicht verhindern könne, hatte er sich in die Stute verwandelt und den Hengst von der Arbeit weggelockt. Er hatte also unredliche Mittel angewendet, um den Baumeister um seinen Lohn zu bringen, und auf diese Weise hatten die Asen den feierlich geschlossenen und beschworenen Vertrag gebrochen. Damit war die Zeit der Schuldlosigkeit, da sie ihre Tage heiter und unbekümmert verbracht hatten, vorbei. Die erste schwere Schuld lastete auf ihnen.